dance and turn up the sound. Hallo liebe MMA ohne Maske Soldaten und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Cage Talk, unser MMA Podcast hier auf YouTube mit Jakub und Julian. Folge 41, die Woche 41. Julian, dir geht's beschissen. Erzähl uns mal, was hier passiert ist. Ja, erstmal hallo auch von mir. Ja, mir geht's beschissen. Ich drehe die dritte Runde Corona mittlerweile. Aber was soll man machen? Ist halt so. Ich lieg halt flach, aber ich habe mich aufgerappelt. Um extra noch die Folge aufzunehmen. Wir haben gerade Montag auch. Also vielleicht schaffe ich es zum Wochenende wieder fit zu werden. Aber sonst, ja, was soll man machen, ne? Ist wie es ist. Deswegen höre ich mich auch ein bisschen blöd an und sehe aus wie sonst was, aber egal. Julian, du siehst gut aus, mach dir da keine Sorgen. Erzähl uns mal bitte nochmal, wie ist das Wetter da draußen? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, weil ich nicht draußen war. Nein, der Frühling naht, das ist das Schöne. Auch wenn ich gerade nicht davon so viel habe. Ich glaube, der Winter kommt erst noch, aber werden wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Okay, dann, ich würde mal sagen, starten wir gleich mit News, weil es ist letzte Woche wieder jede Menge passiert. Es war Octagon 52. Octagon hat ein paar neue Fights für Stuttgart veröffentlicht, darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen, ey, wie sieht es eigentlich mit NFC 17 aus, weil am Samstag ist es am Start, aber da ist sehr viele, gibt es sehr viele Unstimmigkeiten, gerade was die Fightcard angeht. Wir werden über Unity Fight Series sprechen, neuen Player auf dem deutschen Markt. Wir werden über GMC-Kampf sprechen von Karamatullah Sufiev, über UFC, Octagon 52. Deshalb bleib auf jeden Fall dran. Mach mal jetzt schon Abo da für uns, für MMA ohne Maske. Supportet uns gerne mit einem Abo. Und bevor wir loslegen, würden wir uns gerne auch mal nicht nur bei euch für den Support bedanken, sondern auch bei unseren Sponsoren CBD Blackmagic. Danke Fabio für die tolle Unterstützung und wenn ihr uns unterstützen wollt, außer dass ihr unseren Kanal abonniert, könnt ihr euch gerne schlau machen bezüglich CBD-Produkte und wenn es euch anspricht, ja, unten in Videobeschreibung gibt es einen Link und dann einfach MOM10 den Code nutzen für maximalen Rabatt und damit supportet ihr eure Gesundheit und unseren Podcast. So, genug gequatscht. Julian, übernimmst du jetzt News, was steht auf deiner Liste auf der ersten Stelle? So, wir starten und zwar mit einer schlechten Neuigkeit und zwar, Kerim Engizek ist raus für Octagon 52 in Oberhausen. Er hat sich Verletzungen in der Vorbereitung zugezogen, fällt daher aus gegen Scott Ashcombe. Man weiß jetzt nicht, ob Scott Ashcombe einen neuen Gegner bekommt. Ich denke es eher nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, ihn da zu kämpfen zu lassen. Halt, das war halt ein Matchup für Engizek, halt für Oberhausen angedacht. Ist natürlich schade, dass Engizek ausfällt, aber ja, wir haben da, denke ich, trotzdem eine solide Fightcard in zwei Wochen. Von daher brauchen wir uns, glaube ich, nicht so zu beschweren. Ja, allerdings finde ich ein bisschen schade, weil der S-Game hat auch hat seine Vorbereitung bei ATT in Amerika gemacht, auf Florida. Und wenn er schon so viel Kraft und wahrscheinlich auch Geld in Vorbereitung gesteckt hat, dann wäre es schon echt cool, wenn er in Oberhausen am Start gewesen wäre. Wer weiß, es vielleicht einfach mal einen Druckkampf auf entspannt gegen Magnus Is. Sowas hätte ich gefeiert. Wäre auch cool gewesen, ja, wäre schon cool gewesen. Ja, okay, dann machen wir weiter, denn Octagon hat einige Fights auch für Stuttgart veröffentlicht und das war quasi am Samstag in der Pause bei Octagon 52 in Newcastle und wir haben da ein paar interessante Kämpfe aus deutscher Hinsicht. Julian, du darfst mit dem ersten anfangen, dann mache ich weiter. Ja, machen wir es so. Und zwar Ruben Wolf wird wieder in den Octagon Cage zurückkehren. Und zwar gegen Wheel of MMA Champion Herzberg. Der steht 4-0, kommt glaube ich aus der Nähe von Berlin. Und bekommt jetzt die Chance, sein Debüt bei Octagon zu geben. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß noch, als wir bei Wheel of MMA waren und gesehen haben, wer ist denn dieses Schwergewichts-Champion da? Noch nie gehört, aber vielversprechendes Talent, 4-0. Bekommt jetzt einen, ja, schon Veteranen eigentlich mit Ruben Wolf.
ja, gegengestellt. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt auf ihn. Ja, definitiv. Ich bin gespannt auf beide Jungs. Kampf in Schwergewicht zwischen Ruben Wolf und Herzberg. Ruben Wolf hat auf seinem Konto 24 Kämpfe, 12 Siege, 12 Niederlagen. Also entweder er gewinnt oder verliert. Und Herzberg 4 Kämpfe, 4 zu 0. Ein deutsches Duell. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall, Ruben Wolf zuletzt gekämpft bei Octagon 42 gegen Jeremy Kimble. Und hat auf jeden Fall in dem Kampf gezeigt, dass der einiges einstecken kann. Und ja, bin gespannt, wie der mit dem Herz bekämpfen wird. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar der nächste Kampf. Ich habe da irgendwie schon mal so auch Hoffnung gehabt und auch irgendwo mal so was mitbekommen, ne? Einer aus meiner Stadt, aus Karlsruhe, und zwar Sebastian Heilkämpf gegen Jorik Montagnac. Wer den noch nicht kennt oder die beiden, schaut euch die beiden an. Sebastian Heil ist eine, sag ich mal, unsere Legende hier aus Süddeutschland. Hat eigenes Gym in Karlsruhe und trainiert. Zum Beispiel jetzt hat er so ein Trainingscamp gehabt mit Lazar Todev oder Bukauskas aus UFC war bei ihm im Gym. Und Dustin Stolzfuß, also er unterschätzt die Vorbereitung nicht für den Montagnac. Und bereitet sich auf jeden Fall mit den Besten vor. Ich glaube, das ist so ein Name, der unter dem Radar schwebt. Ne? Hat bei GCP gekämpft. Er hat auch bei M1 Global gekämpft. Ich glaube, der ist eingesprungen tatsächlich für den Stefan Pütz damals. Hat einfach den Gegner schon Notiz genommen. Und ja, dann auf jeden Fall anschließend hat er sich verletzt in dem Kampf. Da musste er länger pausieren. Jorik Montagnac kämpfte zuletzt in Köln gegen den Kanadier McDonald. Ne? Wir haben schon mal darüber gesprochen, sehr vorsichtiger Kampf nach dem K.O. gegen Strelčík. Ich bin echt sehr gespannt. Wir wissen, Sebastian Heil ist universeller Soldat. Gut, ich finde ihn sogar ein bisschen besser ringerisch und Boden. Dafür Montagnac, ne, in Stand-up. Ich glaube, wenn man sein Stand-up eliminieren kann und der Sebastian Heil ist einer, der das kann, genug Erfahrung dafür, ja, könnte auf jeden Fall für Überraschung sorgen. Yes, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen Kampf ohne deutsche Beteiligung. Und zwar die Australierin Austin, die zuletzt gegen Katharina Dalista um den Titel gekämpft hat, kehrt auch wieder zurück. Und zwar gegen die Polin Karolina Wojcik. Die steht 11 zu 4. Hat schon Erfahrung bei KSW. Hat auch einmal bei Dana White's Contender Series gekämpft. Auch sogar gewonnen. Ich weiß nicht. Sie hat auf jeden Fall keinen Vertrag bekommen. Ist danach zurückgekehrt wieder nach Europa. Zu Invicta. Und ja, steht aber 11 zu 4. Boah, ich bin gespannt. Viele Kämpfe durch Decision gewonnen. Ich glaube, erst ein, ne, zwei durch K.O. gewonnen. Und ja, das ist so ein Fight Card, der die Fight Card so füllt, sage ich mal. Aber ich glaube, könnte ganz interessant werden. Also beide sehr, sehr gut. Könnte hochklassig werden, sage ich mal so. Ja, Gehe ich mal stark definitiv. von aus. Definitiv. Wir warten noch mal ab bezüglich Stuttgart. Da würde auch schon mal quasi die Grafik angezeigt. Laut Grafik, Christian Jungwirth werde den Main Event absolvieren. Wir haben da so, sag ich mal, ein, zwei Informationen. Wir wussten eventuell, gegen wen er kämpfen wird. Natürlich sagen wir das nicht, denn man muss sich einfach mal gedulden, man muss einfach mal abwarten, bis es veröffentlicht sein wird. Aber darüber sprechen wir, wenn es soweit ist. Ich glaube, Co-Main Event ist Alexander Popek versus Jeremy Kimble, wenn ich richtig geschaut habe. Aber nagel mich da nicht fest, da kann sich noch einiges ändern. Petrasek steht noch auf die Fight Card. Da warten wir auf jeden Fall nochmal auf den Gegner. Ja, Ja. genau. Okay, dann wir bleiben bei Octagon, denn Octagon hat jede Menge News, worüber wir auf jeden Fall sprechen können. Und wir können sprechen diesmal über den Tippsport Game Changer. Und zwar, wir haben letzte Woche so gesprochen, ne, wer die Teilnehmer sind. Du hast da gesagt, hey Leute, wir vermuten mal, sobald wir die Folge raushauen, da kommen so ein paar Fights zustande. Und tatsächlich sind schon vier Fights veröffentlicht worden. Und der erste Kampf, Amir Khani versus Makaev, einer aus Finnland, der super erfahren ist, der 14 Profikämpfe bei der UFC absolviert hat, gegen den 24-jährigen Österreicher,
Das ist so diese Upcoming Star in Europa, 13 zu 1. Julian, was sagst du zu dem Kampf und was ist deine Einschätzung? Ey, ich bin sehr gespannt auf Amir Khani, wie er aus der UFC zurückkämpft, kommt. Hat schon, wie gesagt, viel Erfahrung auch aus der UFC mit 14 Kämpfen dort. Makhachev ist halt so einer, so Upcoming Star aus Österreich, 13 zu 1, du hast schon gesagt. Schwer einzuschätzen, sage ich so, wie es ist. Aber ich traue da dem Österreicher auf jeden Fall auch alles zu. Ja, ich denke, der hat gute Chancen. Wer es am Ende macht, weiß ich nicht. Da lassen wir uns überraschen, aber ich freue mich auf den Kampf auf jeden Fall. Ja, definitiv. Amir Khan ist auch eine Person, die halt unbedingt dabei sein wollte, ne, bei dem Tippsport Game Changer. Und finde ich wirklich für die erste Runde hat echt harten Gegner bekommen. Das sind alles harte Jungs. Ne? Ja, wir werden sehen. Kommen wir einfach mal zum nächsten Kampf. Tschechien gegen Österreich. Und zwar Wladimir Lengal gegen Daniel Torres. Lengal hat zuletzt gegen Samuel Bark gekämpft. Sage ich mal. Keine besonders tolle Leistung gezeigt. Mit Vorsicht genießen diese Aussage, denn es waren zwei Stand-up-Fighter. Wir haben uns vorgestellt, dass die sich da wegballern werden und die haben es gerungen oder halt probiert zu ringen, sage ich mal, umgegrappelt. Der Daniel Torres ist der einzige Mann, der bei KSW den Saladin Parnas besiegt hat. Kurzfristig war der auch den Champion von KSW in Federgewicht. Dadurch, ich finde, ziemlich guter Kampf für Daniel Torres in erster Runde. Was du denkst, Daniel Torres gewinnt erste Runde gegen Lengal. Ich kann mir auch Ziemlich vorstellen, easy, finde dass. ich sogar. Ich kann mir auch vorstellen, dass Lengal könnte es ihm auch schon irgendwie ein bisschen eklig machen. Aber ja, ich bin gespannt. Daniel Torres, ich freue mich auf ihn, nachdem er aus der PFL zurück ist. Lengal ist eh immer so ein bisschen für spektakulären Kampfstil zu haben. Von daher freue ich mich drauf. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit einem Deutschen, also mit einem Kampf mit deutscher Beteiligung. Und zwar Mo Grabinski hat auch seinen Gegner bekommen. Und er wird gegen den Spanier Duque kämpfen. Duque habe ich schon live gesehen. Bei der PFL letztes Jahr hat er, glaube ich, sogar gewonnen. Aber durch irgend so einen Punktabzug irgendwie. Ab irgendeine Regel auf jeden Fall ist er rausgeflogen aus dem Turnier. Guter Ich Kämpfer. glaube, da war etwas wegen Gewicht. Kann das sein? Dass Ja, sein kann. Gegner nicht das Gewicht gebracht hat, dann wird er automatisch ein Punkt abgezogen. Genau. Aber ein guter Kämpfer, ich glaube, ich stehe 17 zu 4, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich sag, ich denke, ich 19 zu sag 4. aber an 19 zu 4 sogar. Aber ich sag ganz ehrlich, es ist eine machbare Aufgabe für Grabinski. Da gibt es bei allem Respekt auf jeden Fall deutlich gefährlichere Gegner, die ich mir hätte vorstellen können für Grabinski. Ich glaube, Grabinski ist so, was so technisch angeht, auf jeden Fall deutlich versierter. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Kampf auf Augenhöhe auf jeden Fall, auf den ich mich wirklich auch freue. Also man sieht auch wirklich, was für Matches da entstehen. Das kannst du eigentlich gefühlt auch auf jede UFC-Card packen. Von daher ist schon wirklich beeindruckend. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was auf uns noch zukommen wird. Bestimmt nächste Woche, wenn alles gut läuft und wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen werden, wenn wir uns wieder unterhalten, was für geile Fights da zustande gekommen sind. Ein Fight steht da noch offen und zwar England versus Schweden. Akon Wanlis versus Sahil Sirai. Erzähl uns mal was zum Kampf, Julian. Ja, Sirai hat zuletzt bei KSW gekämpft, brutaler Typ auf jeden Fall, 19-2, der hat richtig Power in den Fäusten. Wanlis hat auch Power, hat eine riesige Reichweite auch für die Gewichtsklasse. Bin ich wirklich sehr gespannt auf ihn. Ich glaube, da könnte sich auch so einiges. Ich glaube, es könnte ein guter Kampf werden, aber ich schätze tatsächlich den Schweden deutlich stärker ein als Wanlis. Weil ich ihn auch schon gesehen habe, aber Wanlis natürlich auch, aber ich denke, Sirai hat auch schon die stärkeren Gegner einfach gekämpft, Ja, mehr definitiv. Erfahrung und ja. Yes, das war's mit Octagon Tippsport Game Changer und was wir nochmal erwähnen können bezüglich News. Heute wurde den Vorverkauf gestartet von Tickets für Octagon 58.
Eden, Prag, Fußballstadion von Slavia Prag, circa 27.000, 28.000 Zuschauer. Und ich glaube, in den ersten 2, 3 Stunden werden schon 50% der Tickets weg, circa 15.000 Tickets sind weg. Julian, was sagst du dazu? Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, einfach 15.000 Tickets in ein paar Stunden. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, innerhalb von 8 Minuten, das hatten die auch gepostet, irgendwie innerhalb von 8 Minuten über 8, 9.000 Tickets oder so. Das hatten die ganz am Anfang gepostet. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, wie hoch dieser Andrang ist. Aber da sieht man halt einfach auch einfach, wie weit uns andere Länder schon einfach im Voraus sind, anstatt in Deutschland. Aber das ist natürlich auch die perfekte Storyline mit Attila Wirth gegen Carlos Vilmona Carlos 2. Vemola. Ja, in so einem Stadion einfach. Ich habe Bock drauf, ich will unbedingt wirklich dabei sein. Ich glaube, das will jeder von euch sowieso, von euch Tschechen, Slowaken, das sowieso. Was soll man dazu sagen? Einfach brutal. Ja, ist brutal auf jeden Fall, muss man sagen. Ich glaube, da haben sich 30 oder 32.000 Menschen registriert, ne? Denn es ist so ungefähr verlaufen wie die Tickets für Euro. Also was Fußball angeht, ne? Man könnte sich vorregistrieren und dann stehst du irgendwo in Schlange auf die Tickets. Und deshalb ging das so brutal schnell, weil alle sind daran interessiert. Ich glaube, die günstigste Tickets, lass mich nicht lügen, kostet irgendwie 80 oder 90 Euro, wenn man das umrechnet, Kronen auf Dings, aber also Kronen auf Euro. Aber was ich so gesehen habe, das so VIP-Plätze für 25 oder für 50.000 Kronen, das ist 1.000 bis 2.000 Euro, die waren einfach so weg. Ja, es Das ist ist Wahnsinn, Wahnsinn. also. Und dann, wenn man das dann noch vergleicht mit Sachen wie, darüber werden wir später noch sprechen, mit der Octagon-Veranstaltung jetzt in Newcastle, das sind halt wirklich Welten, das ist Wahnsinn. Aber so ist das nun mal, Ja, ne? man Von muss halt daher. eine Sache bedenken, bevor wir zum Newcastle kommen. Jeder Markt und jeder Land hat ja eine andere Voraussetzungen. Ja, und ich glaube, so Deutschland war, sag ich mal, so, wie soll ich das sagen, so ein Land, wo ich will nicht, dass es blöd klingelt, ne? Klingt, aber das ist so wie Kolonie. Das ist wirklich ein Land mit sehr viel Potenzial, wirklich sehr viel. Den Menschen geht es hier auch gut, ne? Die kaufen sich Tickets, sie sind an den Sport interessiert. Eigentlich sind Deutsche wirklich an den MMA interessiert, muss man ehrlich sagen. Aber es gab keine Veranstaltungsreihe, die sie so gecatcht hat und mit der die sich auch identifizieren könnten, ne? Denn es war hier PFL, du warst ja dabei, ne? Viel Kohle am Start, dies und das. Aber promotechnisch war es halt nicht die Welt, ne? UFC, wie oft war UFC schon mal in Deutschland? Ich glaube 6 Mal oder so. Und nie haben die diesen Deutschen so gecatcht, so nach dem Motto, ey, wir möchten in Deutschland machen, ne? Das ist so halt bei UFC, man freut sich, wenn die kommen, aber dann fragt man sich, wann kommen die mal wieder, ne? Wenn die gehen. Und du weißt halt, bei Octagon hast du das Kontinuierliche und irgendwo hast du das Gefühl auch, dass es halt eine deutsche Veranstaltungsreihe ist, ne? Nicht nur Ja, halt auf eine jeden Fall. ausländische, die ab und zu mal hierher kommt. Na, Ja, das definitiv. und zum Beispiel in UK. Es ist auch schwierig, den Fuß zu fassen, aber darüber sprechen wir bei Newcastle. Bitte erinnere mich dran, weil sonst vergesse ich, was ich sagen wollte. Ja, Gut, ich wir glaube, wir wollten springen sogar das, von. ich glaube, wir wollten sogar dasselbe sagen, weil, egal, wir sprechen später drüber. Ich weiß nicht, Yes, was du yes, sagen willst. yes. Ich würde sagen, wir Yes. springen rüber zu GMC. Und da ist nämlich ein interessanter Kampf. Und zwar Karamatulu Sufiev gegen Raimundo, ein Brasilianer, kämpfen bei GMC 37 im März. Sufiev, einer, der eigentlich komplett unter dem Radar läuft, aber dennoch brutal ist. Aus dem Piranha Gym steht 9 zu 1, glaube ich. Ja, also wir haben schon oft über ihn gesprochen, aber es wird immer noch viel zu selten über ihn gesprochen. Und Definitiv. ja, Also, jetzt ist er bei GMC untergekommen und. viele, viele Leute, ne? Ich habe die Reaktion auch gesehen. Wir haben uns auch beide unterhalten. Hey, warum bei GMC und so? Ne? Wir haben auch GMC oft kritisiert und so. Aber diesmal muss ich tatsächlich GMC in Schutz einfach mal nehmen, ne? Weil die bieten die Plattform den guten Karamatulo und sonst keiner in Deutschland.
Das Problem ist, so wie ich die Sachen so wirklich mitbekomme, und wundere ich mich da auch nicht so wirklich, keiner will den jungen Mann kämpfen. Ja? Der ist wirklich auf einem gewissen Level und das ist sehr gefährlich, oft in der Karriere eines Kämpfers, wenn du auf einem Level bist und du die Schwierigkeit hast, irgendwo international, ne, einen Ja. Kontakt zu verknüpfen, dich irgendwo mal zu zeigen, dass du wirklich gut bist. Also für mich, Karamatullah Sufiev ist ein Prototyp-Kämpfer, der wirklich sehr, sehr, sehr gut zu PFL gepasst hätte. Ne? Zum diese ganze PFL Europe oder PFL halt ne, Regular Season auch in den USA. Das ist ein Kämpfer, der gesund ist, oft gesund und halt kämpfen möchte. Und er möchte sich mit den Besten messen. Aber er kriegt ja halt keinen Gegner, so wie ich das mitbekommen habe. Und viele Leute sagen, ja, mein Gott, diesen Brasilianer, der kommt hier eingeflogen und so. Aber was soll der da machen? Also das ist echt nicht einfach, ne? Wenn ihm keiner kämpfen möchte, ich glaube, der ist einfach mal glücklich, dass er einen Kampf bekommt. Das kannst du auch gut vergleichen mit auch, wo es ein ähnlicher Fall ist, wie zum Beispiel mit Alexander Wertko einfach. Ja. So, er kriegt irgendwie gefühlt keinen Kampf. Ich habe letztens mit ihm geschrieben, wegen PFL Europe, warum nicht dahin? Oder Octagon Game Changer oder so. Aber es ist einfach das Problem, muss man auch offen ansprechen, dass viele Promotions einfach, ich sag mal, diese Dagestaner, Russen in Europa halt einfach nicht bei sich kämpfen wollen, Boykottieren. lassen wollen. Genau, boykottieren. Er hat genau dasselbe Problem. Und ja, man sieht es halt auch bei Sufiev jetzt. Wenn die halt ein gewisses Level erreichen, wird es halt schwierig für die. Aber ja, vielleicht gelingt ja den Sprung in irgendeine andere große Organisation einfach demnächst. Lassen wir uns da Ja, überraschen. nächster Punkt, was oft das Problem ist, ist die Aussprache. Ne? Das ist eine Barriere. Wenn man halt Englisch spricht, so sage ich mal so, unser Niveau schon mal, ne? Wo wir kein perfektes Englisch sprechen, aber wir können uns mit den Menschen unterhalten. Ich glaube, das reicht schon vollkommen, um einfach ne? Die Menschen zu catchen. Aber wenn du halt nicht wirklich weißt und der Typ ist halt, er kann der beste Kämpfer der Welt sein, aber wenn er sich nicht so mal ein bisschen vermarkten kann, ich meine jetzt nicht Trash-Talk, aber etwas von sich selbst geben, Ja, dann natürlich. ist es halt auch sehr, sehr schwierig, ne? Ja, Aber auf toi jeden toi Fall. toi, die Daumen sind gedrückt für Karamatullo und ich bin ja echt sehr gespannt, wie sich die Situation bei ihm entwickelt. Und ich sage ehrlich, also er ist für mich absolut in Federgewicht, aber auch in Leichtgewicht, das Top-Niveau, hätte auch zum Tippsport Game Changer perfekt gepasst, meiner Meinung nach. Okay, dann bewegen wir uns weiter, denn NFC 18 hat für 30. März für nächsten Kampf veröffentlicht, und zwar der Kampf von Fedor Duric, der wird dagegen Issa kämpfen. Der Issa ist der Gewinner NFC Series. Julian, sagt uns was auch zum Kampf. Ja, Fedor Duric braucht man den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Einer der größten Talente eigentlich aus Deutschland, aus dem Spirit in Frankfurt. Mohamed Issa ist aber auch kein schlechter. Hat, wie gesagt, die Series gewonnen. Ja, ist glaube ich, ich glaube, die müssen beide gleich groß sein, wenn ich mich nicht täusche. Sind beide recht groß fürs Leichtgewicht. Ich glaube, das könnte ein guter Kampf, sehr, sehr guter Kampf werden und sogar auch der härteste Test auf jeden Fall für Fedor Duric werden. Aber ich traue ihm auf jeden Fall da den Sieg zu. Und wenn er das Ding wirklich auch gewinnt, dann muss man wirklich darüber reden, ihn in größere Organisationen auf jeden Fall zu packen. Ja, tatsächlich glaube ich das auch. Genauso wie du gesagt hast, Fedor Duric ist ein Zug, ne? Man muss sich das so vorstellen, ein Zug, der einfach marschiert und mit jedem Sieg wird er schwerer. Da packt er nochmal einen Wagen drauf, da packt er nochmal einen Wagen drauf. Und ich glaube wirklich, so wie du gesagt hast, wenn er diesen Kampf gegen Issa gewinnt und wie spektakulär und so weiter und so fort, wie der den meistern kann, dann ganz sicher wird das die nächste Stufe sein. Aber wir lassen uns überraschen auf jeden Fall. Bei NFC bleiben wir, denn es würde zwar kein Kampf öffentlich, aber es ist wirklich was Interessantes passiert. Und zwar der Taran, Pantelei Taran, hat bei ihm auf dem Profil so ein Video veröffentlicht, ne, wo der auf Boxsack so ein paar Schläge abfeuert und sagt: Hey, Max Kogablet, lass uns mal kämpfen. Ich fand das so lustig, also auf jeden Fall so nach dem Motto: Hey, Blade, was ist los?
Und da hat sich ja eine Geschichte daraus entwickelt, wie man so halt die Social Media verfolgt bei Instagram und so. Dann hat man gesehen, dass der halt mit der ganzen Truppe, sag ich mal, mit seinen Jungs, bei Jungs aus dem Gym in Frankfurt unterwegs war. Und wie es Zufall wollte, landeten die vor der Pikdame, wo der Max Goga rauskam. Und dann haben die sich, da haben die sich so ein Gespräch geliefert. Wie findest du die Situation, Julian? Wir haben uns schon darüber mal ein bisschen unterhalten. Ich muss sagen, als NFC-Zuschauer, wo gerade mal um NFC sehr viele Unstimmigkeiten gibt, muss ich ehrlich sagen, muss NFC-Zuschauer wirklich, sag ich mal, gespannt sein. Was wird da jetzt passieren? Ne? Es ist wirklich eine interessante Geschichte. Interessantes Promo. Man kann darüber spekulieren, ob es gestellt ist oder nicht. Ich glaube, dass es null gestellt ist, dass einfach so entstanden ist. Der Taran möchte einfach mal gegen Max Koga kämpfen und tut alles dafür. Aber für die Zuschauer finde ich das interessant. Ja, interessant ist auf jeden Fall, aber ich weiß, ich finde es bisschen, ich bin da ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Dieser ganze, ich sag mal, Beef, weil irgendwie von Taran, ich glaube, er will es unbedingt, diesen Kampf. Bei Koga habe ich so das Gefühl, ihn juckt es irgendwie nicht so wirklich. Kann ich auch Aber, und verstehen, auch, ne? ja, natürlich, aber ob ich diesen, ich sag ganz ehrlich, ob ich diesen Kampf auch sehen will, ist die andere Frage. Muss man auch ehrlich sagen, ich meine, Taran wurde, glaube ich, von Max Heine ausgenockt, ein Teamkollege, sage ich mal. Klar, das ist auch schon ein bisschen jetzt her, aber ich sag, es ist nicht dieser Kampf, glaube ich, den ich für Max Koga gerne sehen würde. Natürlich, der Kampf wird interessant. Ich würde auch den Kampf gegen Taran gerne sehen, aber ich hätte mir schon einen interessanteren Gegner einfach für Koga gewünscht. Ist ja noch nichts Ja. offiziell, also. Aber ich blicke da ein bisschen skeptisch. Ich feiere es nicht so sehr wie vielleicht andere. Also ich feiere schon. Ich muss sagen, ich verstehe auch Max Koga, ne? Weil er hat schon große Kämpfe absolviert, hat bei PFL, KSW gekämpft, er hatte, glaube ich, unzählige Möglichkeiten bei Octagon zu kämpfen. Aber auf der anderen Seite für diesen Region wäre das wirklich eine interessante Kampfpaarung, ne? Weil einer kommt ja aus Offenbach, der andere aus Frankfurt. Und trotzdem, wenn Max Koga kämpft, egal gegen wem, glaube ich, die Halle wird ausverkauft sein, weil ne, das ist für mich die größte Star bei NFC. Und ja, wir können uns, glaube ich, freuen und werden wir mal sehen, ob der Kampf zustande kommen wird oder nicht. Ich sage mal so, Taran hat ein wichtiges Step gemacht, ne, in dieser Richtung, so nach dem Motto, ey, es ist interessant, sage ich mal so, es ist interessant. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir lassen uns überraschen, unser Lieblingsspruch, mein Lieblingsspruch, ich mache mir bald ein T-Shirt davon. Immer so Und überrascht, so. Oh. Was für ich würde Zufälle sagen, passieren? Geil. ja, ich würde sagen, wir machen auch weiter mit anderen aufstrebenden deutschen Promotion mit The Cage für die Veranstaltung in Magdeburg wieder weitere Kämpfe veröffentlicht. Die geben weiter Gas. Und zwar, sag mal, der unermüdliche Peter Nyari wird gegen Veselin Dimitrov kämpfen. Ja, Nyari hat zuletzt einen guten Sieg wieder geholt. Dimitrov hat zuletzt gegen Kevin Hanks verloren bei Wheel of MMA. Nächstes ist so ein, ist ein guter Kampf, interessanter Kampf. Finde ich sehr, sehr cool. Von daher kann man das schon gut und gerne machen. Ja, auf jeden Fall. Also die beiden Jungs haben, wie du schon mal gesagt hast, der Niari kämpfte gegen Alexander Denzel, Entschuldigung, in Rostock. Den Kampf habe ich kommentiert und der hat durch einen Armbar gewonnen. Also beide haben durch Submission den letzten Kampf quasi würde der Kampf beendet. Einer hat durch Submission gewonnen, der andere verloren. Ja, Veselin Dimitrov. Man kennt es, hat schon unzählige Kämpfe auf seinem Konto, glaube ich, 38 Profikämpfe, 14 Siege, 24 Niederlagen. Bin gespannt, was uns diesen Kampf für eine Show bieten wird. Yes, Der yes. nächste Kampf, Tony Sipos kehrt zurück. Das ist der nächste, der in Rostock auch am Start war. Da kämpfte er gegen Werner, hat durch eine Submission gewonnen in erster Runde, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt wird er gegen Saha kämpfen.
Auch ein interessanter Kampf, und wir sehen, dass The Cage auf jeden Fall Gas gibt. Der Parvez Sahar steht 2 zu 1. Er kämpfte zum Beispiel bei Will of MMA, Respective C, aber auch bei GCP. Jetzt startet er bei The Cage, und ich bin gehypt auf The Cage und auch auf diesen Fight. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt keine The Cage-Veranstaltung ohne Tony Sipos. Passt sehr Das gut gehört, zusammen, ne? das passt schon gut zusammen. Von daher, wir lassen uns überraschen. Aber Und es ist wirklich sehr schön zu beobachten, wie sich die verschiedenen Veranstaltungen, aber jetzt auf The Cage bezogen, wie die sich so eigene Leute so ausbilden. Ne? Da hast du wirklich ja. so Karan Mosebach. Ja, da hast du jetzt, wie wir schon mal erwähnt haben, Tony Sipos. Dann hast du diesen jungen Ukrainer, Seliaskov. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz, ganz unten irgendwo bei Ja, The Cage, bei Amateuren. Aber ich sage dir und ich sage euch, der Junge wird einiges reißen in seiner Karriere, weil er ist wirklich sehr gut dabei. ja. Da ist nächster am Start Robin Musman. Der kann wirklich auch einer der Stars sein bei The Cage. Und ich glaube, The Cage macht es einfach dieses ganzes Marketing und so sehr interessant. Auch wie die Kämpfe veröffentlichen und verkaufen und so Geschichten, ne? Weil, guck mal, jetzt Dominikas Norkus. Keiner kannte ihn. Ich selber nicht. Hey, who the fuck Ja. is that guy? Ne? Haben wir uns einfach mal gesagt, hey, wer ist der? Ja, ja, Der ja. verrückte Irre. Und dann kämpft er gegen Kevin Anns, und auf einmal kennt ihm jetzt übertreibe ich, eine halbe Republik. Und jeder freut sich auf Ja, den Kampf Karan Mosenbach versus Dominikas Norkus. Es wird ein brutaler ja. Fight Ja, sein. Und die ja. beide haben insgesamt 4 Profikämpfe auf dem Konto, ne? Das sind keine Ja, ja, so ja. Leute, die über 20 Profikämpfe auf dem Konto haben. Das macht The Cage sehr gut. Die machen das interessant für Zuschauer. Deshalb sprechen wir auch oft darüber. Yes, 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 auf jeden Fall. Okay, ich würde sagen, wir hacken das Thema The Cage vorerst ab und springen zu einer neuen Promotion, einem neuen Player im MMA-Business. Und zwar Unity Fight Series, eine neue Promotion aus der Nähe von Hamburg. Und zwar, die werden ihre erste Veranstaltung am 2.3. in Lüneburg machen, in der LKA Arena in Lüneburg. Passen ca. 3.500 Leute rein. Und ein Fighter ist auch schon veröffentlicht, ein Hochkaräter auf jeden Fall, Hussein Kalimagomayev, 10 zu 1, ein Brave-Kämpfer, wird jetzt dort am Start sein, worauf ich mich sehr freue. Und ja, ich meine, wir werden zu aller Wahrscheinlichkeit dort auch vertreten sein und gucken uns das aus nächster Yes. Nähe an. Yes. Ey, muss ich mal sagen, echt ein interessantes Projekt, als ich das schon mal gesehen habe, diese Stories, ne, wo zum Beispiel Bukoya es geteilt hat oder die selber auf den Plattformen bei Instagram. Dachte ich mir, Alter, sehe ich richtig? Das ist so eine richtige Halle? Weißt du, so wo wir darüber gesprochen haben, wie sollte eigentlich eine MMA-Promotion so halt starten? Ne? Okay, der Start mit 3.500 Halle ist schon krass, aber ich glaube, die werden auch einige interessante Namen bringen. Das sind Leute, die sich ganz sicher mit dem MMA-Business auskennen. Wir wissen, dass es Vukoe auch dahinter steckt, wenn ich das so sagen kann. Und man sieht halt auch, die Grafiken sehen richtig cool aus. Und Unity Fight Series, wie würdest du das Abkürzung aussprechen, Julian? UFC? UFS. Nein, nein, UFS. UFS. Aber ich finde es so ein Ja, cooler Name cool. so, aber Ja, ja. definitiv. Ich lasse mich Definitiv, wir können überraschen. uns freuen. Du hast gesagt, ein Name würde veröffentlicht. Tatsächlich sind das zwei. Ich habe vor kurzem bei Instagram nachgeschaut. Zum einen Hussein Kadimagomayev, zum anderen Mohamed Diab. Und ja, ich bin sehr gespannt, was für Kampfpaarungen da zustande kommen werden. Und ich glaube, das ist ein Player, der wirklich den Markt beleben kann. Freue ich mich drauf. Yes, wie gesagt, wir lassen uns überraschen. Und ich würde sagen, das war's mit den News auf jeden Fall für heute erstmal. Und springen Das war's mit rüber. Überraschungen. Jetzt kommen Das wir zum war's mit. Tatsachen. Das was war, und zwar Octagon 52 in Newcastle. Eine Veranstaltung, ich sag mal so, die Halle. Naja, ich sag mal so, die Verkaufszahlen, wo die waren nicht so super. Ich glaube, die Halle war sehr leer. Nichtsdestotrotz, wir hatten ein paar gute Kämpfe. Wir sprechen später nochmal darüber, was auch der Promoter dazu gesagt hat. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal über die Ergebnisse
Und könnten auch. Lass uns mal ruhig, würde ich mal sagen, lass uns mal ruhig entspannt darüber zu reden, wie der Octagon so in UK, Irland angekommen ist. Denn du hast gesagt, die Halle sah ziemlich leer aus. Das war die Utilita Arena in Newcastle. Eine recht, sag ich mal, es sah wirklich brutal alt aus. Ne? Also, als ich mir die Ja, habe Fotos ich auch angeschaut gesehen. habe und so. Aber die ist nicht so alt, die ist um die 30 Jahre alt. Ich glaube, ich weiß nicht, woran es liegt. Allerdings, es waren etwas über 3000 Zuschauer da drin. Ich glaube, die Kapazität ist um die 8, 9 oder 10, sowas könnte Ich sein. Glaube weiß ich, nicht, ja. 10 sogar. Und ja, jetzt kommen wir dazu, was ich da halt sagen wollte vorher, als ich Octagon Deutschland angesprochen habe. Dann sprechen wir über Octagon UK. Es ist etwas schwerer im Fuß zu fassen, glaube ich, in einem Land, wo UFC Hallen regelmäßig ausverkauft und keine kleine Hallen, ne? Also wirklich London wurde letztes Jahr zweimal ausverkauft, glaube ich. Dann hast du The Cage Warriors, eine Veranstaltungsreihe, die sehr eng mit UFC zusammenarbeitet, sagen wir mal so, dass es auf UFC Fight Pass ausgestrahlt wird. Und die brauchen einfach mal keine Hallen ausverkaufen. Denn es ist nichts anderes als quasi so eine Fabrik für Kämpfer für die UFC. Das kann man so, glaube ich, so sagen, ne, an der Stelle. Und dann kommt halt Octagon nach UK und natürlich sind die überrascht, weil das da alles einfach ganz anders funktioniert, so wie meine Infos sind. Und nichtsdestotrotz sagen die, ey, okay, wir haben über 3000 Zuschauer in Arena gehabt, aber das war das Maximum, was in Newcastle ging und was in Newcastle bis jetzt war. Du musst dir vorstellen, in Newcastle waren noch nie 3000 Zuschauer bei einer MMA-Veranstaltung. Ja? Und es ist halt nicht einfach, Fuß zu fassen auf so einem Markt. Aber ich glaube, Octagon wird sich nach bestimmter Zeit durchsetzen, wird deutlich länger dauern wie in Deutschland, weil in Deutschland hast du die größten Stars am Start gehabt. Ekelin, Pütz, beide Brüder Zawada waren bei der ersten Veranstaltung dabei. Und dann halt kommen die anderen, ne, wie Kerim Engizek, Mark Dussis und so weiter. Und Christian Jung wird, ne, der war schon ein gemachter Star in Slowakei und Tschechien. Jeder kannte ihn. Man musste ihn nur in Deutschland vermarkten. Und das hat super funktioniert, super eingeschlagen. Aber in England sehe ich tatsächlich keinen Engländer oder Ire, der so richtig eingeschlagen ist. Auch, sag ich mal, bei uns in Deutschland oder Tschechien, Slowakei. Weißt du, was ich meine? Nur bei den Face-Offs eingeschlagen und das war bei Shamrock, ja. Pokorny. Und der auch. Aber okay, dann, weil ich wollte nämlich auch noch was sagen und zwar hat Nowotny was Interessantes gesagt. Können wir jetzt mal vorweggreifen auf der PK danach, nach der Veranstaltung. Und zwar wurde er halt so gefragt, so nach dem Motto, so ey, ja, so wie er sich das vorstellt in UK, es läuft ja nicht so super. Und er hat so gesagt, ey, wir können doch einfach in Tschechien und Deutschland bleiben. Hallen ausverkaufen, das wird immer klappen und unsere Taschen voll machen. Ich kaufe mir Autos, Uhren und sonst was und ich habe ein super Leben. Aber so, das ist nicht meine Mission, das erfüllt mich einfach nicht. Und er hat halt gesagt, so nach dem Motto: Ey, so meine Mission ist es so, MMA groß zu machen, auch in Länder zu bringen, wo es halt nicht so super funktioniert. Und natürlich hast du da nicht die ausverkauften Arenen. Aber es dauert halt einfach ein bisschen länger. Und ja, wie gesagt, er macht es halt lieber. Dauert es ein bisschen länger, als es gar nicht zu versuchen. Als es, wie gesagt, es ist immer schön, in Tschechien oder Deutschland die Riesenhallen auszuverkaufen. Aber er hat halt gesagt, es ist halt für ihn und für Neruda auch eine tolle Erfahrung, auch sowas in anderen Ländern zu machen und halt auch einfach so seinen Erfolg zu sehen. Das finde ich auch super von ihm. So, wie gesagt, ich habe schon immer gesagt, ich finde ihn super sympathisch, Nowotny. Ich glaube, das ist so gefühlt einer der sympathischsten Menschen, die ich, wenn man auch mit ihm so redet oder so. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr cool, dass das halt auch so versucht. Weil wie gesagt, er könnte auch, die könnten auch einfach in Tschechien und Deutschland bleiben. Und aber ja, das war das, was er gesagt Außer man stellt ihm richtig blöde Frage bei Pressekonferenz. Das kannst du mal gerne ausprobieren, Julian. hat.
Nee, aber ey, guck mal, das Ding ist, es ist Business, es ist Firmaaufbau und du siehst es ja bei jeder Firma, ne? Wenn schlechte Zeiten kommen, wie ist die Einstellung, wie ist die Mentalität von Firma? Und du siehst, Octagon ist keine Firma, die einfach mal kommt und macht zwei, drei Events und sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut, wir haben jetzt nicht so viele Tickets verkauft, wir verdienen kein Geld. Die nehmen das als eine Ja. Investition, investieren Zeit, Geld und diesen ganzen Aufwand und Arbeit. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall ein bisschen brauchen. Aber wenn die die Show verkaufen können in England, dann. Ich habe so viele Sachen mitbekommen, ne? So was Hintergrund angeht, so VIPs zum Beispiel, was Essen angeht. Ne? Und dann Nowotny hat gesagt: Hey, in Deutschland brauchst du nicht viel. Wirklich so Leute in Tschechien beschweren sich über VIPs. Kommst du nach Deutschland, Bratwurst, Bier, perfekt, die Leute sind zufrieden. In England juckt zum Beispiel keiner VIP, ne? Die interessieren sich einfach mal, dass sie sich da vollsaufen können. Und Ja. das sage ich einfach, auch diese ganze Kultur bei jedem Land ist anders. Ja? Bei uns in Tschechien und Slowakei, ne, wenn man VIP hat, dann möchte man richtig gutes Essen haben. Ne? Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, das ist MMA, Alter. Du gehst ja nicht in Vier-Sterne-Restaurant essen, also entspann dich. Ja? Aber wir bleiben mal kurz nochmal in UK. Bevor wir starten in Newcastle, wird Birmingham veröffentlicht. Aber wir haben dieses Fehler schon mal vor, sage ich mal, 3, 4 Monaten herausgefunden. Ne? Als Newcastle veröffentlicht worden ist bei Instagram von Octagon, da werden quasi zwei Seiten, also zwei Bilder. Und natürlich, wir mit Julian sind verrückte Typen. Wir sind direkt da drauf gegangen, haben wir geguckt, okay. Und da stand Birmingham, eine Arena, glaube ich, die 20.000 Zuschauer reinpassen. Ne? Ich habe mir gerade mal angeschaut, die Grafik, die kann ich mal so mal kurz zeigen. Und da steht aktuell keine Arena dabei noch. Also, ne, da steht ja Ich meistens glaube, das unten. ist. Ich glaube, das ist aber auch. Es gibt auch in Birmingham diese Utilita, ich will, wie auch immer man sie ausspricht, Arena. Ich glaube, ich denke, das wird da drin sein. Ich weiß nicht, wie viele da reinpassen. Ich denke, ähnliche Genau. Kapazität wie in Newcastle. Ah, ich glaube sogar um die 20.000 oder 18.000, weil ich habe mir das schon damals angeschaut. Ich sehe, du gehst jetzt schon mal angucken. Ich glaube tatsächlich, dass es so war, um die 20.000 oder 18.000 Zuschauer. Und ja, Octagon 56, Birmingham, 20.04.2024 und erste zwei Namen. Mein Lieblingskämpfer von Octagon, Shamrock und George Staines, der Gewinner der Octagon Challenge UK versus Ireland. Julian, lass Yes. uns mal über Newcastle sprechen. Octagon Yes. 52. Also übrigens, da passen 16.000 Leute rein, also in Birmingham. 16. Bin ich mal Also. gespannt. Genau, ich würde sagen, wir sprechen nicht über jeden Kampf, aber auf jeden Fall die wichtigsten. Und Über die zwar Kämpfe, wo du recht hattest, sprechen wir. der Fight Card Opener, Hamza Dagdemirian gegen Daniel Bainbridge. Ein guter Kampf von Hamza, muss man ja wirklich sagen. Hat den Kampf knapp nach Punkten verloren. Aber dennoch keine Leistung, für man sich schämen muss. Eigentlich ein gutes Octagon-Debüt gegeben, aber Bainbridge war halt ein Ticken besser einfach, muss man sagen. Und von daher, Ich ja. glaube, der Bainbridge war einfach mal. Ich würde den Kampf so bezeichnen: ein Stand-up-Fighter gegen einen Ringer, so wie es früher war. Ne? Auch Bainbridge kannte was in Stand-up, aber hat da auch ein paar Schläge von den Hamza, sag ich mal, auf gut Deutsch gefressen. Trotzdem eingesteckt, aber hat man einfach mal ein bisschen so gesehen, sobald der Bainbridge den Hamza am Boden gepresst hat, ne, dann war halt schwierig und damit hat er sich quasi den Kampf gesichert. Hamza nichtsdestotrotz wirklich Herz gezeigt und bis zum Ende Gas gegeben und gekämpft. Yes. So, worüber Ja, möchtest du noch genau. sprechen, Julian? Ja, ich würde, wir gehen einfach alles einmal kurz, ganz kurz durch. Jake McHugh hat seine Revanche aus der Octagon Challenge erfolgreich verzogen gegen Armand Herzog. Also ohne Witz, dieser McHugh. Also ich habe schon ein paar Stimmen gehört, die sagen, sein langweiliges Ring. Aber ohne Witz, was dieser Typ am Boden macht, das war, ist ja geisteskrank. Also, Ist am Anfang seiner Karriere. Was aber wirst du das ist da? Wahnsinn. So. Ja? Was er wirklich macht am Boden, das ist. Ich weiß nicht, wie ein Hey. Stand-up ist, aber am Boden ist er wirklich stark. Ich habe da so eine Story mitbekommen, weil ne, viele wissen, ich verstehe ja Slowakisch, Tschechisch und so. Und der Neruda hat das erzählt, kurz vor dem, bevor es quasi gestartet ist. Der Octagon 52 war der live bei Instagram.
Und hat er gesagt, hey, ich kann euch eine Story verraten wegen McHugh und Armand Herzog. Armand Herzog hat einfach McHugh Tag vor der Waage einfach mal angerufen, hat ihm Fotos geschickt per WhatsApp oder so, dass der Autounfall hatte. Und sagt, Okay. hey, Kampf kommt nicht zustande, ne? Ich bin verletzt, dies und das. Und einfach der Hintergedanke war so dreckig, dass der McHugh einfach hat tatsächlich mit Weightcut auch irgendwie aufgehört, ne? Okay. Und natürlich sein Gewicht nicht weitergemacht, bis er dann erfahren hat, dass es einfach nur ein Joke ist von Okay, Herzeg. krass. So weit gehen die Jungs einfach manche, ne? Wo die so sich Wahnsinn. den Vorteil erschaffen möchten. Okay, Armand Herzeg steht jetzt 0 zu 2, der McHugh 2 zu 0. McHugh finde ich super interessant. Ich habe auch am Anfang gesagt, hey, auch so, ne, Kampfstil. Aber wenn man denkt, der Junge ist wirklich jung, der ist am Anfang seiner Karriere, er hat seinen Background, was Bodenkampf ist, und er kann bis sein 15. 20. Kampf nochmal, sag ich mal, universeller sein und mehrseitiger als nur auf dem Boden sein. Eduard Kexel versus Rafael Hudson. So, Julian, sag du uns was dazu, weil ich habe den Kampf tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, Hudson ist halt kurzfristig eingesprungen. Die ersten paar Minuten war ja so, hat sich Kexel ein bisschen im Stand getestet, einfach ein paar Schläge ausgetauscht. Da waren schon ein paar wilde Schwinger auch vom Brasilianer dabei. Aber dann hatte Kexel einfach die Schnauze voll, hat ihn runtergeholt und ihn am Boden submitted, ganz einfach, Rear Naked Choke. Und dann war das Ding auch schon vorbei in der ersten Runde. Guter Sieg auf jeden Fall. Ey, der Typ steht auch 10-1, das darf man nicht vergessen jetzt. Das ist schon Ja. wirklich mächtig für MMA. Und ja, ich hoffe einfach, dass der Kampf gegen Yusuf, wer ist das? Man sagt im Englischen, glaube ich, rebooked wird. Also, ich weiß nicht, wie spricht man das, sagt man das im Deutschen? Auf jeden Fall nochmal angesetzt wird, so herum. Und ja, super Leistung von ihm auf jeden Fall. Ja, Julian, frag mich nicht, du bist der Deutsche hier. Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Okay, nächster Kampf: Roman Paulus versus Nathan Haywood. Das ist so stunny, wenn man halt Englisch nicht so versteht, ne? Hast du das gesehen bei der Waage? So, der Nathan Haywood sagt zu ihm sowas nach dem Motto, hey, nice to meet you und so. Aber so wirklich so herzlicher Mensch. Und der Paulo sagt zu ihm, tomorrow, tomorrow, you will see tomorrow. Ich bin fast gestorben. So, nach dem Motto, Alter, du weißt nicht mal, was er dir sagen möchte, aber du möchtest ihm tomorrow smashen. Okay, sehr nice. Auf jeden Fall zum Kampf auch Rear Naked Choke, dritte Runde. Aber ich glaube, der Nathan Haywood hat den Roman Paulus doch ein bisschen überrascht. Aber muss man sagen, bei Roman Paulus lief alles ziemlich schief, denn nach seiner Landung in Newcastle würde seine, wie nennt man das, sein Koffer ist verloren gegangen, ne? Das ganze Equipment, was er halt gebraucht hat, um zu cutten, Öle und so weiter und so fort, waren weg. Und trotzdem, 2 Kilos, glaube ich, oder 1,5 Kilo haben gefehlt. Am Ende des Tages haben die gegeneinander gekämpft, und sehr wichtigen Sieg für Roman Paulus nach der Niederlage gegen Arjan Topalay. Yes, dann machen wir weiter mit Dennis Frimpong gegen Jan Szeroki. Ja, was soll ich sagen? Ja, also Dennis Frimpong macht ihn gefühlt immer unsympathischer. Klar, er hat den Kampf gewonnen, auch deutlich gewonnen, das muss man ihm lassen. Gegen Jan Szeroki, aber ich finde sein Verhalten einfach danach bodenlos. So ein, auf einmal, er steht, guck mal, das Ding ist, seine Leistung war so gut, da braucht man gar nicht sagen. Aber er steht 1 zu 2 im Pro MMA. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass du dann ein 16 zu 2 Konrad Dischka herausfordern kannst und sagen, ja, oder lass mich beim Game Changer mitmachen oder sonst was. So, hä, so, mach doch mal langsam bitte. Du hast drei Profikämpfe im MMA, wovon du zwei verloren hast. Und ja, weiß Das ich ist nicht. das, was ich dir letztens erzählt habe, ne? Der Typ ist 0 zu 2, aber hat die Fresse so, als wäre der UFC-Champion. Weißt du, was ich meine? Und das ist Naja. halt oft der Fall bei den Engländern, ne? Wo man halt so wirklich wie Paulus schon davon ausgeht, wenn man die Sprache nicht versteht, hey, der labert irgendwelche Scheiße, ne? So nach dem Motto, der wird mich umbringen, dann sage ich einfach tomorrow, tomorrow, ne? Aber das ist halt so dieses, wie soll ich sagen, so ein Merkmal bei denen, ne? Also oft, ob das Shamrock ist oder
Dennis Frimpong oder der Herzog, ne? Der Herzog hat ja Backpfeife von Keita kassiert in Prag, wo der zu frech war Stimmt. beim Aufzug. Und das ist halt so die Sachen, wo viele Leute nicht mitbekommen, was im Hintergrund passiert. Aber hey, Mann, natürlich, es ist interessant und so, aber alles hat ja seine Grenzen. Wenn du der Champion bist und so, dann kannst du ja mal sagen, okay, ich würde gerne einer kämpfen, der. Oder wenn du in Top 5 bist, kannst du sagen, ich würde gerne Konrad Dierschka kämpfen. Was soll der Konrad Dierschka mit dir machen? So, nach dem Motto. Du bist. Erstens, du bist uninteressant für ihn, weil du hast noch bis jetzt nichts geschafft. Was hat er da zu gewinnen? Nur zu verlieren, weißt du, gegen solche Gegner. Ja. Gut, lass uns mal zum schönsten Kampf des Abends kommen. Und zwar Max Holzer versus Corey Frey. Was für ein Kampf, Julian. Also wirklich, Max Holzer hat wirklich bewiesen, was für ein Talent in ihm steckt. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es war ein geiler Kampf, erste Runde, es ging hin und her, hin und her. Corey Frey war wirklich zäh. Ich glaube, war ein paar Mal im Rear Naked Choke drin. Hat sich irgendwie rausgewunden, war auf einmal wieder oben, dann hat sich das wieder gedreht. Und zweite Runde hat dann Max Holzer aber wirklich den Sack zugemacht mit einem Rear Naked Choke. Aber eine überragende Leistung, muss man einfach sagen, von Max Holzer. Also hat mich. Er ist angekommen einfach. 7 zu Es 0 war sein steht er Abend. jetzt. Ja, Ja, Mann. 7 zu 0 Es hat steht er jetzt. Es hat einfach alles alles gepasst. perfekt. Genau, Von alles seinem perfekt Walk in. gepasst. Von seinem Walk in als Buzz Lightyear. Dann in den Käfig, super Leistung gezeigt, hat die Leute unterhalten, hat seine Leistung hat gestimmt Ja, und Mann. so kann man sich einfach ein Octagon-Debüt vorstellen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es für ihn weitergeht, weil ich glaube, Octagon hat das sehr gefallen. Ja, ich glaube, die haben auf jeden Fall Bock. Die sehen, okay, 7 zu 0, einer aus Deutschland, der wirklich, das ist so ein Prototyp auch Deutscher, ne? So ein, ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber weißt du, was ich meine? So richtig so ein Ja. cooler Junge, der sich auch promoten kann auf seine Art und Weise. Es ist echt sehr lustig, aber wenn es zur Sache kommt, er weiß ganz genau, was er da zu tun hat. Ich weiß nicht, als ich ihn so manchmal anschaue, ich muss an Eminem denken. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall Max Holzer richtig Gas gegeben, gegen Corey Frey gewonnen, in nicht seine Gewichtsklasse. Er hat so also ein bisschen Probleme bei dem Gewicht nochmal gehabt, ne? 400 Gramm, glaube ich, waren es über. Aber Eier. Er hatte Eier, Mann. weil er geht Gewichtsklasse höher. Er geht nach England, kämpft gegen einen Engländer, der zuletzt in Lanxess Arena einer der besten Deutsche in der Federgewicht besiegt hat. Und liefert ab. Was soll man dazu sagen? Hut abziehen und toi toi toi, weiter geht's. Ich glaube, Max Holzer ist das nächste Star. Das wissen wir schon lange, aber meine ich ja so, jetzt kommt es richtig, dieser Reality-Check. Ich hab mir eben gerade überlegt, stell dir einfach mal vor, Holzer bleibt im Federgewicht, macht dieses Jahr noch so zwei Kämpfe, steht 9-0. Keita scheidet im Halbfinale aus vom Game Changer und Ende des Jahres kämpfen dann Holzer gegen Keita um den Titel. Wie geil wäre das? Das wird ja Und richtig Holzer knallen. submittet ihn in der ersten Runde durch Rear Naked Choke. Ey, Wow, so richtig geil. büß. Wär sehr, sehr geil. Wäre sehr, sehr geil. Weil ohne Witz, ich fand ihn im Federgewicht sehr, sehr gut. Also auch physisch sehr, sehr stark. Vielleicht ist es für ihn auch die bessere Vielleicht Gewichtsklasse. wird er sich das auch überlegen, dass er sich auch wohler fühlt. Und mal gucken, wir Ja. lassen uns auf jeden Fall überraschen, egal in welcher Gewichtsklasse er kämpfen wird. Glaube ich, der wird auf jeden Fall Probleme zubereiten für die Jungs. Und ja, tolles Leistung auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Schwergewichtkampf gegen Stuart Austin und Adam Pallasch. Da hast du auch auf jeden Fall recht gehabt, Julian. Wie hat dir denn Stuart Austin wirklich gefallen? Es war nicht so ein super Kampf, sage ich mal so, aber naja, so wie es Austin gesagt hat, sein erster Ellbogen im Stand, den er jemals abgefeuert hat, der hat den Kampf entschieden. Also wirklich ein Wahnsinns-Ellbogen in Runde 2, der dann Palascher runtergeschickt hat. Ich glaube, der Ref, fand ich, hat es ein bisschen verschlafen, da kamen einige Schläge am Boden und dann aber auch so schlau zu sein und dann nicht weiter irgendwie ru weiter raufballern oder sonst was. Sondern einfach diesen Moment nutzen und dann rüber in Arm Triangle Choke zu gehen, war super schlau auch, also Wahnsinn, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Kampf war jetzt nicht super spektakulär so, aber er hat seinen Job gemacht und wird jetzt höchstwahrscheinlich gegen Hatef Moel kämpfen. Er hat auch schon so eine kleine Ansage gemacht. Ja, ich würde den Kampf gerne sehen. Ja, da freue ich mich drauf. Ich auch und bin gespannt, wo wir den zu sehen bekommen. Ja. Hoffe in Okay, Deutschland. nächster.
Ja, das wäre echt sehr interessant. Ich glaube, Stuart Austin versus Hatef Moel, das wäre echt hohes Niveau, was Ja. Schwergewicht in Europa angeht. Ja. Nächster Kampf in Fliegergewicht. Aaron Abey versus Christopher Daniel. Jakob hat recht gehabt, yes. Endlich kann ich das sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich fand den Kampf gar nicht so gut. Langweilig, ne? Ich fand's, keine Ahnung. Also, ich bin kein Fan von dieser Gewichtsklasse bei Octagon, habe ich auch schon während dem Kampf gesagt. Natürlich, die Gewichtsklasse ist so für Aaron Abey ausgelegt, dass UK auch mal einen Champion hat. Für englischen Markt würde sie quasi aufgemacht Ja. nochmal. Fliegergewicht. Ja, okay, er hat seinen Kampf jetzt gewonnen gegen Christopher Daniel. Nach Punkten wird jetzt sein Rückkampf gegen Elias Garcia bekommen, wenn Elias Garcia nochmal nach Europa kommen sollte oder auch nicht. weil man hat doch gesehen, Nowotny war sehr, sehr sauer Das auf ist der das, was ich hier gesagt Pressekonferenz. habe vorher. Ja, genau. Für alle, die es nicht wissen, eigentlich sollte Aaron Abey seinen Rückkampf gegen Elias Garcia bekommen in Newcastle. Elias Garcia hat aber mal gesagt, nö, ich kann da nicht, so Kein nach dem Bock. Motto. Genau. Und Nowotny hat gesagt, sollte ihm das noch einmal passieren, so sei am 20.04. in Birmingham da, sonst bist du kein Champion mehr, ganz einfach. Krass. So deutlich hat er das auch gesagt. Und ich denke, Garcia wird da sein, aber Ja, keine Ahnung. das Ding ist, wenn man ein Wort gibt, sollte man dazu stehen. Ein Mann, ein Wort. Und das ist das, was ich in letzter Folge gemeint habe. Er hat ja gesagt, wir machen das. Aaron Abey, wir machen den Rückkampf. Newcastle, die Stars, ne? Ich komme nochmal, wir kämpfen gegeneinander. Und es war jetzt nicht so irgendwie irgendwas, wo ich so gedacht habe, so oder gehört habe, mitbekommen habe, dass er irgendwie verletzt hat. Die Garcia hat einfach keinen Bock gehabt, weil er wusste, der wird gegen Aaron Abey einfach verlieren. Im ersten Kampf war es quasi eine Niederlage, ne? Natürlich, den Ellbogen hat er schon abgefeuert, den Abey aufgemacht. Aufgrund dessen würde der Kampf, glaube ich, in dritter Runde abgebrochen. Aber in, sag ich mal, in 10 Kämpfe gewinnt der Abey gegen Garcia einfach 9 Mal. Ja. Und nochmal kurz zum Fliegergewicht. Der Nowotny, schon seit Jahren sagt er, nein, wollen wir nicht. Damals haben die paar Fliegergewichte gemacht wegen David Wojak. Ne? Der ist jetzt bei UFC. Das war auch nur wegen ihm die Gewichtsklasse offen, weil er halt in der Gewichtsklasse immer gekämpft hat. Er hat gesagt, es ist verdammt schwer, wie soll man die Kämpfer suchen? Ne? Und die Elite ist ja entweder bei ONE, weil da sind auch alle klein und leicht, oder halt bei UFC. Und er hatte gesagt, so letztens im Podcast, hey, dann bin ich auf einmal nach England gekommen und erfahren, dass Durchschnittsmann 1,75 Meter groß und 60 Kilo schwer ist. Also warum nicht? Lass mal machen. Ja, also so viel dazu. Okay, Matthew Peñas versus Matthew Bonner. Warst du überrascht oder nicht? Nö, hat mich nicht überrascht. Ich war mir ziemlich sicher, dass er auch Bonner finisht. Super schönes Striking einfach von Peñas. Das ist einfach immer wieder schön anzusehen. Sehr Sein schön. Kickboxen, das hat er auch super ausgenutzt. Hat Bonner da mit einem Leberhaken, glaube ich, runtergeschickt. Dann war das Ding auch vorbei in Runde 2. Man hat es auch im Gesicht gesehen von beiden. Da hatte Bonner eigentlich keine Chance. Peña ist wirklich super, super Takedown-Defense auch gezeigt. Ist natürlich auch für ihn ein bisschen einfacher, weil er halt so große, lange Beine hat. Aber hat er Ja. super gemacht. Und ich bin gespannt, wie es für ihn weitergeht jetzt. Matej Bona, sage ich, guck mal, wie krass. Matej Peñas erwischt den Bona mit Leberhaken und dann kommen einfach nur nochmal vielleicht 4 Schläge auf die gleiche Stelle, weißt du, so nach dem Motto, hey, ich finische dich hier. Okay, Peñas, der nächste um den Titel oder bist du einverstanden mit meiner Matchmaking Peñas versus Pirat und Kinzel versus Wawrzyniak? Ja, also ich glaube, den Titelkampf ist halt Kinzel gegen Wawrzyniak, aber ich weiß nicht, gegen Pirat, ich weiß nicht, ob das halt so, ob die das alle sehen wollen, sage ich mal so bei euch in der Region. Boah. Ja. Ja, guck mal, Matej Peña sollte schon mehrmals gegen Laszlo Czepo kämpfen. Ne? Das ist Ja. der Kampf, den alle sehen möchten. Und Czepo unterhaltet sich mit Pirat gerade mal so, ne, ein paar Tage zurück in Pirat sein Livestream, weil Pirat geht ja ab und zu mal so auf YouTube live, ne, und spricht da.
Und dann sagt Pirat zu ihm: Hey, ich habe gehört, dein Kumpel, der labert irgendwelche Scheiße. So, er möchte um den Titel kämpfen. Er hat vergessen, wer die Nummer 1 ist, so nach dem Motto, ne? Und sagt Chepo zu ihm: Hey, bitte, lass mal meinen Kumpel in Ruhe. Ich bin dran. Also, ich versuche mit ihm schon seit 3 Jahren oder 4 Jahren zu kämpfen und es kommt nicht dazu. Bitte nimm mir den nicht weg. Also, und ich sage dir ehrlich: Ich glaube, der Piran besiegt Penas Easy Money, wenn er schlau kämpft. Wenn er schlau kämpft. Nicht so wie gegen Vemola austauscht, nee. Weil du siehst, wenn er Pira sich auf sowas einlässt wie gegen Bricek, er würde davon nie gefinisht, aber du siehst, dass es halt machbar ist. Deshalb, Pira, wenn er schlau kämpft, bringt den Penas zu Boden, hat Penas kaum Chance auf dem Boden, finde ich. Wenn er Ja, einen man hat es halt guten noch nicht so. Bodenkämpfer. Ja, man hat es halt noch nicht so richtig gesehen, ne? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, halt gegen Chepo. Oder, ich meine, Engizek ist jetzt halt auch, ich sag mal, wieder frei, mehr oder weniger. Ja, aber der Kerry muss kämpfen. Weißt du, Kerry muss kämpfen, Kerry muss halt Leute besiegen. Sonst kommt Peña und sagt: Warum soll ich gegen Engise kämpfen? Ich möchte um den Titel kämpfen. Weißt du, so Ja, Peña, sein natürlich. Ziel ist der Titelkampf. Und da musst du dich einfach mal durchkämpfen. Natürlich. Aber ja, Wir haben generell hätte jetzt, ich Bock auf ja. diesen Kampf. Beide gute Stand-Up-Fighter. Wir haben jetzt halt jetzt so fünf Leute da oben mit Kinsel, Wawrzyniak, Pira, Chepo, Peñas, sogar sechs und Engizek, die alle irgendwie was um den Titel haben wollen. Einer Scott ist halt so, Ashcam. ja. Ja, okay, Scott Ashcan, weiß ich jetzt nicht, aber sag ich dir so, wie Na, es ist. schreib den Mann nicht ab. Glaub es mir, der Scott Ashcam ist ein brutaler Typ. Auch mit seinem Alter kann er noch einiges schaffen. Du hast gesehen gegen Mark, du siehst, und aber nicht in Ja, seiner Gewichtsklasse, was er da. das stimmt Ja, schon. also ich würde nicht abschreiben. Aber komm, lass uns mal Okay. über Main Event sprechen und sagen, dass du mal auch recht hattest. Jonas Magath besiegte den Jack Cartwright, Unanimous Decision. Wie fandest du den Kampf, Julian? War Magath super gemacht. Hat ihn, glaube ich, in der ersten Sekunde sogar mit so einem fetten Haken getroffen, wo ich dachte, das ist eigentlich schon vorbei. Hat super gekämpft, schlau gekämpft auf jeden Fall. Man hat gesehen, Magath war physisch deutlich stärker als die letzten Male. Das war ihm auf jeden Fall zum Vorteil. Es gab eine Situation, ich glaube, es war in Runde 2. Ich habe das noch nie gesehen. Es war Ende Runde 2. Ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast. Ein Choke von Cartwright. Buggy Choke, glaube ich, hieß es. Guckt ihr das mal an. Guckt euch das mal an gerne. Ich glaube, das gibt es auch als Clip bei Octagon. Noch nie gesehen sowas. Und Magath war kurz davor abzuklopfen, während wäre es nicht das runde Ende gewesen. So, guckt euch das gerne an, Wahnsinn, also noch nie gesehen, aber nichtsdestotrotz gute Leistung von Magath und ja, jetzt sollte der Rückkampf gegen Lima auf jeden Fall kommen. Definitiv. Ja. Und Lima wird ihm einfach Easy Money finishen und dann geht es wieder. Das gleiche Glaube Spiel. ich nicht, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Okay, gut. Nein, Dann werden wir nein, auf jeden nein. Fall. Wir lassen uns überraschen, Julian. Diesmal sage ich Wir das, lassen ne? uns überraschen. Okay. Wir sind schon. Ah, nee, wir haben noch zwei Themen, die wir besprechen müssen. Yes, yes, yes. Denn am diesen Samstag findet NFC 17 statt und wir haben ziemlich viele Unklarheiten. Wie sieht's aus, Julian? Ich mache jetzt einfach mal Stand Montagabend die Fightcard auf und dann wir werden sehen, was am Ende wirklich auf der Fightcard steht. Lass mich das gerade einmal aufmachen, was Ja, weil wenn aktuell man sich da genau. Tapology anschaut, da sind sau viele Kämpfe, die, glaube ich, nicht mal aktuell sind, aber. Nein, nein, nein. Aber die Website ist recht aktuell. Wir haben ein paar Amateurkämpfe, darauf brauchen wir jetzt aber nicht weiter eingehen. Wir haben Kasan Mikojaev, den kennen wir aus dem Kampf gegen Raul Lembaranski zum Beispiel, gegen Ramzan Yanbayev. Ich gehe es einfach jetzt mal ein bisschen durch, das sind viele auch noch unbekanntere Namen. Dann haben wir Francesco Bocca gegen Ricardo Oliveira. Bocca ist, glaube ich, der aus dem Spirit, ne? Oder nee, UFD, Nein, UFD. UFD Gym. Er sollte Ja, genau. bei Octagon kämpfen in München. Richtig, richtig. Dann haben wir Ibrahim Ben Damals. Malek gegen Ivan Krajinovic. Dann haben wir Andy Shonisorov, darauf bin ich sehr gespannt, gegen Said Kusain Akhiyadov. Ein 5 zu 5 Russe ist das. Shonisorov ist aus demselben Lager wie Sufiev und Taran und wie sie alle heißen, aus dem Piranha Gym. Dann haben wir Christian Mach, könnt ihr auch gerne das Interview abchecken.
Was jetzt schon raus ist, könnt ihr euch nochmal gerne anschauen. Ich habe mit ihm ein Interview, ein interessantes Interview auch gemacht. Er spricht darüber, wie gesagt, er hat eine schwere Zeit. Zwei Niederlagen am Stück, nachdem er die Series gewonnen hat, könnt ihr gerne abchecken. Er spricht darüber gegen Italo Giulio. Das ist ein 3-3er Brasilianer. Er sollte ja eigentlich gegen Martin Ullich kämpfen, der hat aber verletzungsbedingt abgesagt. Dann haben wir Alexander Djukic gegen Tobias Balzer. Auch ein Kampf, auf den ich mich freue im Mittelgewicht. Djukic, wie gesagt, aktueller Wheel of Champion. Balzer zuletzt gegen Masafra gekämpft. Dann haben wir Harun Uzun gegen Tony van Dijk. Uzun steht 5 zu 0. Bin ich auch sehr, sehr gespannt auf ihn. Van Dijk ist, glaube ich, 5 zu 5 oder 4 zu 4. Eins von beiden Holländer auf jeden Fall. Dann haben wir Zafer Mosen. Sein Gegner ist aber ausgefallen, Abdullayev. Ich bin gespannt, vielleicht finden die noch einen Gegner, vielleicht auch nicht. Und Wenn nicht, du natürlich bist den ready, Sieg. Brudi. Genau auf 66 Kilo, das schaffe ich auf jeden Fall noch bis Samstag. Und dann haben wir den Main Event, über den wir auch ein bisschen länger jetzt sprechen können, bis Maurice Adolf gegen Dino Stasevic. Ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich hoffe so sehr, dass er stattfindet und nicht wieder irgendwie ausfällt. Man weiß es ja aktuell wirklich nicht, was wirklich jetzt Boah, steht sag oder was bloß nicht. sowas nicht, bitte, weil du weißt ganz genau, wie viel Glück du letzte Zeit hattest Genau, bezüglich genau. Interviews. Wenn ich das hier so sagen kann, Julian, jeden, den du angesprochen hast, hat er sich verletzt oder wurde sein Kampf abgesagt, habe das Gefühl. Ja, okay, lass uns mal sprechen über den Titelkampf Morris Adolf versus Dino Starcevic. Was glaubst du, wie wird der Kampf ausgehen? Und wer wird sich den Titel holen? Ja, ich finde es sehr, sehr schwer einzuschätzen. Adolf hat halt ein gutes Comeback gegeben letztes Jahr gegen Tasso. Hat sein Kickboxen auf jeden Fall sehr stark verbessert. Sah sehr, sehr gut aus. Bodenkampf ist halt noch ein bisschen die Frage. Wie sieht es bei ihm da aus? Und da hat halt Stasevic auf jeden Fall die Vorteile. Hat man zuletzt in seinem Kampf gegen Uja gesehen, wie gut er ist. Er ist halt noch ungeschlagen, aber hat vielleicht nicht diese guten Gegner auch wirklich gekämpft. Die auf dem Level von Adolf sind. Ich finde es schwer einzuschätzen, aber am Ende des Tages sage ich sogar, dass Adolf sich den ersten Bantamgewichtstitel holt, knapp nach Punkten. Das ist meine Prognose. Sag mir gerne deine. Ja, also das ist schon mal alles Wichtige eigentlich gesagt. Morris hat halt einfach in den Kampf gegen Tasso Chatzigiorgiadis ist gezeigt, dass er ein richtig gutes Gefühl für die Distanz hat. Ne? Und das auf Distanz zu halten, das ist auch schwer, weil der Typ geht einfach mal nach vorne wie ein Bulldozer und ballert. Das wird, glaube ich, entscheidend sein in dem Kampf gegen Dino Starcevic. Ich glaube, der Dino ist wirklich sehr, sehr gut auf dem Boden. Das ist auch ein Phänomen. Weißt du, der Starcevic kommt von Bulldog Gym Karlsruhe. Und ich kenne den Bulldog Gym sehr gut, ich kenne den Manager auch. Liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall an meine serbische Bre. Was ich sagen wollte. Der Bulldog Gym ist bekannt für einen sehr guten Stand-up und Boxen. Also die haben wirklich sehr gute Boxer am Start. Und das ist so ein Phänomen, dass der Starcevic einfach mal brutal gut auf dem Boden ist. Und ich glaube, wenn die und die haben ganz sicher eine gute Taktik, wenn die diese Distanz verkürzen können, dann glaube ich tatsächlich andersrum wie du. Ich glaube, dass es Starcevic tatsächlich der Kampf gewinnen wird. Aber Julian, ich benutze jetzt mal deinen Satz. Ich lasse mich gerne überraschen. Das ist echt ein Kampf, der mich interessiert und den ich mir auch anschauen werde. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, NFC 17, es gibt noch ein paar Tickets für Düsseldorf am Wochenende. Ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, ob ihr da von mir, ob ihr mich sehen werdet dort, weil ich noch, wie gesagt, ich klappe hier gleich zusammen. Aber ein Geh mal Thema da haben wir einfach gleich mit der noch. Corona-Baller raus. Nee, nee, nee. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was wir am Ende des Tages wirklich für eine Fightcard sehen. Vielleicht überrascht uns NFC auch noch mit irgendwas.
Nichtsdestotrotz, Adolf gegen Stasevich wird schon ein guter Kampf werden. Und holt euch da auf jeden Fall noch ein paar Tickets, wenn es noch welche gibt. Wird schon, glaube ich, ein Ja, gutes und wenn Rennen nicht, werden. dann einfach mal bei fighting.de könnt ihr euch für 5 € das Ganze anschauen, so wie ich von zu Hause, wenn ich nicht arbeiten Yes. muss natürlich. Und wir haben noch ein Thema zu besprechen, glaube ich, UFC Fight Night, Julian. Da machen wir Schluss. Dann kannst du dich mal ausruhen gehen, denn du siehst schon ziemlich müde aus. Sag uns mal, was steht bei UFC so Interessantes, worüber du sprechen möchtest? Genau, im UFC Apex und zwar das Main Event Roman Dolice gegen Nassourdine Imavov. Ist natürlich nicht das super Main Event, was man gerne sehen würde. Dennoch wird es, glaube ich, ein guter Kampf im Mittelgewicht, wo ich auf jeden Fall Vorteile für Dolice sehe. Wen haben wir noch so Interessantes auf der Fightcard? Co-Main Event wird, glaube ich, ganz gut. Renato Moicano gegen Drew Dober. Was haben wir noch so Interessantes? Wir haben einen Krankenkampf, glaube ich. Das könnte so Showstealer werden. Alishkhab Kizriev gegen Mahmud Muradov wird, glaube ich, ein guter Kampf. 14 Boah. zu 0 steht Kizriev. Bin ich gespannt. Dann haben wir Der Molly Meckel. Ist Mahmud ja. Muradov bekommt echt nur Brecher, Mann. Hab das Gefühl. Ja. Nee, also, der kriegt da keinen irgendwie so einen Kampf, der so sicher gewinnen kann, Ja, sag ich mal. ja, Sicher, ne? dann haben wir Molly McCann auf der Card. Ich glaube, es ist so die letzte Chance für sie, sich zu beweisen. Auch wenn sie so ein Hype-Train ist. Dann haben wir auch Wenn die nicht, dann kommen ehemalige sie zu Gegnerin. Octagon einfach. Ja, wäre geil. Ich würde es feiern komplett. Ey, es wäre auch ein Name, den Octagon da promoten könnte, ne? In UK. Ja, Auf jeden Fall, die füllt Hallen. 100 Pro. Dann haben wir auch noch ihre Gegnerin, ihre ehemalige, die ich auch gesehen habe, Julia Stuliarenko. Aber sonst, ne, das ist eine solide Fightcard, aber nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal so. Ich Und hab ja. schon gedacht, ich sehe da den Shafkat, aber das ist Azad Maksun, einer aus Kasachstan, steht auch 17 zu 0. Boah, Wer Hammer, weiß das es, war's vielleicht ist nicht. es der nächste Shafkat. Im Flyweight auch noch. Lass mich, wie viele Kämpfe hat er? Einen Kampf, Ja. okay, bei der UFC. Split Decision gewonnen, ja, okay. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hat auch bei Octagon gekämpft, aber ein anderes Octagon. Ja, das ist diese usbekistanische Oktagon, wo ich hier vorher gesagt habe, bei Tapology habe ich Oktagon 54 eingegeben und da steht so Kasachstan versus Usbekistan oder so. Ja, Okay, ich würde also, sagen. die Fightcard kann man sich reinziehen, kann man sich auch später reinziehen, muss man sich das nicht live unbedingt anschauen. Also sage ich mal, aus meiner Hinsicht ist da nicht so krasses Interessantes, nur der Mahmud Muradov, weil ich halt den feier. Aber ansonsten, ja, UFC Fight Pass. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und ich glaube, damit können wir heute die Folge Nummer 41 abschließen. Julian, du gehst hier schön ein Ingwer-Tee machen, legst du dich Ja, hin, bitte. ruhe dich auf jeden Fall mal aus. Und bei mir steht auf jeden Fall eine stramme Woche und Wochenende vor. Also, das wird auf jeden Fall brutal. Leute, denkt an mich, drückt mir die Daumen, dass es alles gut läuft. Denn es wird, glaube ich, einer der härtesten Wochenenden, der ich bis jetzt hatte. Yes. Auf jeden Fall war wieder ein super Talk. Wie gesagt, ich lege mich gleich jetzt aufs Ohr, sonst meine Augen drehen sich gleich nach hinten hier. Aber wir haben es geschafft, wir haben es durchgestanden. Yes. Check gerne auch die Interviews aus, die jetzt online kommen mit Chris Mach, mit David Zawada, mit Palaiologos kommt auch noch eins. Also da checkt das auf jeden Fall aus. Geht rüber auf Insta, lasst ein Follow da hier sowieso. Rüber Yes. auf TikTok. Das würde uns supporten. Und sonst, ich würde sagen, wir sehen uns sonst nächste Woche. In aller Frische hoffentlich. Hoffentlich klappt alles nächste Woche, denn bei mir wird es ganz stressig sein. Aber ja, wir drücken mal die Daumen, dass es klappt, dass da eine Stunde Yes. Zeit sein wird für den Cage Talk. Und ansonsten bleibt alle gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Abschiedsfaust. Aus.